Wir spielen Humankind, Victor Open Death. Der Pariser Entwickler ist seit bei WB, bei Writing Bullm, live auf Twitch und nachher auch für YouTube. Wir machen ein ganzes Wochenende voll mit Humankind. Dadurch entstehen so viele YouTube-Videos dann auch und ich hoffe, alle kommen dann auf ihre Kosten. Wir machen gleich mal weiter. Hier ziehen wir noch ein bisschen hin und her. Ja, mal die beiden Bogenschützen, die bleiben hier stehen. Für eine Runde bleiben die hier stehen. Jetzt kommen wir und wir beobachten mal, wie der Reiter hier zieht. Hier in Memphis. Ich habe mal diese Ansicht angemacht, da kann man die Bezirke besser erkennen. Das ist eine heilige Stadt. Das sind zwei Plätzlein. Drei Bezirke gebaut. Nächstes Bauobjekt ist ein Makers Quarter, ein Handwerkerdistrikt, den wir hier hinsetzen. Dann gehen wir da unten weiter mit der ägyptischen Pyramide, mit unserem Spezialdistrikt. Wir haben ein bisschen aufgerüstet, haben uns Bogenschützen dazugeholt. Das Territorium hier gehört uns gleich. Und das gibt gleich Ärger hier. Das müssen wir gut ab. Wir müssen uns gut abgrenzen. Das riecht nach Ärger. Ich wittere Ärger. Bisweilen eventuell die Stimme von unserem Community-Moderatoren Marcel zu hören. Juhu! Hallo, guten Abend, ihr Lieben. Eine Runde weiter. Wie zieht der Reiter hier unten? Auf uns zu. Kann sein, dass er uns dann... Und in dieses Tal rein. Und da bleibt er stehen. Und an uns vorbei. Und wieder zurück. Und bleibt jetzt da stehen jetzt. Das ist nicht cool. Das ist scheiße, Leute. Entschuldigt bitte. Weil, wenn der kann, der macht aus denen Kleinholz. Die sind verwundert. Der macht aus denen Kleinholz. Was wir machen können, wir können ihn vertreiben. Dann hat er nächste Runde weniger Bewegungspunkte. Haut ab. Was ich nicht mehr weiß, ist, ob er nächste Runde kann er nicht mehr flüchten. Angreifen kann er trotzdem. Aber dann hätten wir eine Chance, eventuell mit die Armee zusammenzuführen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Das kriegen wir nicht hin. Wir können mit innen. Wir versuchen es mal. Ich mich frage, ist, wenn man mit dem hier hinzieht, ob der dann, die werden dann nicht in Kampf eingreifen, weil wir das noch nicht erforscht haben, aber die Frage ist, ob ihn das einschränkt nachher im Abhauen. Ich denke mal nicht. Wir greifen immer von hier aus an. Das ist normalerweise von unten nach oben angreifen. Sau doof, aber wir haben zwei Bogenschützen, haben eine gute Hangposition, damit können wir arbeiten. Haut ab. Das ist spannend. Zieht in unser Territorium. Wie weit? Der hat danach eingeschränkte Bewegungspunkte. Ich glaube, nur noch halbiert. Der hat, glaube ich, 6 Bewegungspunkte, ne? Ja, und jetzt nur noch 3 in der nächsten Runde. Und dann können die abhauen. Moment mal. Hier ist ein Krieger. Kann der den killen? Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's interessant. Krieger hat eine Kampfstärke von 17. Er hat eine Kampfstärke von 18 und den extra Kampfstärkepunkt noch. Nee, das machen wir nicht. Wenn wir jetzt eine Einheit mehr... Er kann bis hierhin... Das kriegen wir alles nicht hin. Der hatte eine Kontrollzone. Ich habe mir überlegt, ob wir die zusammenführen können. Das wird nicht klappen. Immerhin kann er die nicht angreifen. 1, 2, 3 hierhin und dann auch weg zu denen hingezogen. Wir flüchten. Kommen die bis hier oben hin? Alles nicht dran. Könnten die aus der Stadt rausziehen? Das könnten wir auch machen. Wir könnten mit denen hier hinziehen zum Beispiel. Und die dann in dieser Runde noch auflösen. Den Veteranen nicht, aber den hier. Dann hätten wir den 7. Bürger und könnten sogar noch eine weitere Einheit dort generieren. Denn die ganzen Scouts, die haben halten wir sowieso nicht auf Dauer. Lass uns das mal machen. Wir ziehen den Kleinen hier raus. Den packen wir hier. Ziehen mit ihm hier rüber.
hierhin, lösen ihn hier auf. Jetzt haben wir hier einen weiteren Bürger. Jetzt gucken wir mal. Jetzt machen wir das. Wir kaufen mit elf Gold, machen wir das eine Maker's Quarter fertig. Guck mal, wir haben 143 an Industrie. Wenn unser Bilderbonus als Industriekultur klappen sollte, der kann in unser, wie das nicht hier, der kann nicht in unser Gebiet da keine offenen Grenzen. Du hast recht, ja. Stimmt, hast recht, wie das nicht hier. Also in dem Fall ja, aber man muss mal kurz erklären, er kann nicht in unsere Städte rein, er kann in unsere Außenposten rein. Aber das hier ist ein Stadtgebiet, deshalb geht das, deshalb hat wie das eine dir recht. Wir geben einmal 11, achtet mal auf die Industrie, weil wir haben 143, jetzt bekommen wir was dazu. Und achtet auf die Stabilität, weil wir eine Bilderfraktion sind, sollten wir eigentlich 10 Stabilität abgezogen bekommen für den Bau des Distrikts und 10 wieder dazu bekommen sofort durch diesen Bonus hier. Das heißt, wenn ich das richtig lese, dann sollten wir nach Fertigstellung des Maker's Quarters weiterhin 55 Stabilität haben mit Ziel 45, aber deutlich mehr Produktion als 143. Wir geben einmal 11 aus. Ach, so funktioniert das Spielfeature. Habt ihr das gesehen? Wir bekommen zwar einmal... Ach Leute, da muss man beim Tooltip aber erstmal drauf kommen, ne? Wir bekommen zwar 10 geschenkt, aber das ist nur ein einmaliger Effekt. Der Dauereffekt vom Distrikt, dass es runtergeht um minus 10, der bleibt erhalten. Jetzt wissen wir, was der Tooltip bedeutet. Habt ihr beobachtet, ne? Das heißt, wir bekommen einmalig 10 geschenkt, aber die halten nicht vor. Ja, das ist natürlich dann nicht so cool, wie ich gedacht habe. Dann brauchen wir, den müssen wir jetzt noch nicht, aber gleich Luxusgüter kaufen. Also bauen. Und die geben uns jeweils plus 5. Jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt wissen wir Bescheid, wie das funktioniert. Mhm. Wir wollten eine Einheit noch kaufen. Und dann nehmen wir am Bauen. Und dafür nehmen wir einen Bogenschützen. Wieder einen. Krieger ging auch, aber ich will mal einmal Bogenschützen. Stellen wir hier hin und er ist nächste Runde fertig. So ist. Sind wir bei der Nahrung bei plus minus 0. Wir müssen noch eine Forschung einstellen, Leute. Wir können jetzt Krieger bauen, wir können auch Stadtmauern bauen. Wir können Bogenschützen bauen. Das könnte uns helfen. Stoneworks, das Gebäude, sodass man auf diesem Gebiet noch mehr Produktion bekommt. Hierdurch bekommen wir mehr Einfluss, allerdings nur wenig. Da können wir einen Bürger opfern, um ein Bauprojekt zu beschleunigen. Da können wir Kupfer anschließen und Speerkämpfer. Das sind die Häfen, die uns sehr helfen bei der Nahrung. Wir können allerdings auch sagen, wir gehen auf den öffentlichen Brunnen, den brauchen wir eh. Und das bringt uns 2 Nahrung auf Wasser. Lass uns das mal checken. Wir haben mal einen Sieg gehabt. Ja, ich weiß. Danke für den Hinweis. Ein Klick auf Memphis. 1, 2. Aber die Nahrung fällt nur an auf Gebieten, wo auch Nahrung generiert wird. Das ist ja nur das Feld hier und das hier. Ich glaube, das Stadtfeld zählt mit 2. Mehr nicht. 2 Nahrung hier. 3, 4, 5. 6. 6 Felder. 6. Das heißt, es werden 6 mal 2, 12 mehr an Nahrung. Das wäre schon erheblich. Das könnte man erforschen. Das andere war die Fischerei. Da kann man, wie gesagt, einen Hafen. Pardon. Das ist der Hafen. Der Tooltip ist falsch. Das ist der normale Hafen einfach nur. Und damit können wir auch viel, viel an Nahrung gewinnen. Das wird uns, glaube ich, am meisten weiterhelfen. Und die Stabilität auch. Wir müssen ein bisschen pokern. Wir können nicht alles auf einmal. Wenn wir dadurch die Produktion verbessern, durch Stoneworks, zieht uns das keine Stabilität ab. Oh, wir brauchen aber ein Kupfervorkommen, um das bauen zu können. Dafür müssen wir Kupfer erstmal freischalten und erschließen. 8 Runden. Lass uns mal auf den Hafen gehen. Wir haben schon hohe Produktionswerte. Lass uns auf den Hafen gehen.
Ja, und danach schließen wir hier ein paar Luxusgüter an und so weiter. So machen wir das. Hey, Dedendo, danke dir fürs Cheeren. Das war sehr großzügig. Lieben Dank. Hallo, Dedendo. Vielen lieben Dank. So, das sind die, die langsam aushallen. Ihr seht, das funktioniert. Und der Außenposten ist fertig in 2 Runden. Das ist sehr schön. Das können wir auch nicht beeinflussen. Die Technologie läuft. Die könnten wir auch etwas beschleunigen. In Memphis. Ihr werdet auch den einen oder anderen Bürger einstellen. Der Bogenschütze in einer Runde fertig. Ich ziehe mal 2 Forscher rein. Dann reduziert sich die Forschung auf 4. In einer Runde fertig mit nur... Doch mal mächtig, machen wir eine Runde lang, gehen wir mal mächtig in die Forschung und gucken, was passiert. Ja? Der nächste Bürger, wenn wir in die Nahrung gehen, wäre in 2 Runden da. Aber kann sein, dass der danach auch wieder sofort als, ja, dann müsste der allerdings auch sofort wieder als Farmer arbeiten. Das wird uns gar nichts bringen. 2 Nahrung hier verbraucht. Das macht keinen Sinn. Das, wir warten so ab. Alles in die Forschung, ein Produktionspunkt und sehr viel Nahrung. So, mit ihm ziehen wir rüber und holen uns das hier. Und wir haben eine Einheit dazu bekommen, einen Krieger. Ach, wie cool. Und jetzt sofort... Nein. Das ist ja spannend. Und er hat augenblicklich auch noch Bewegungspunkte. Und er könnte den dann nicht mehr abhauen. Aber wir können mit dem aber nicht zusammenziehen, ne? Warum kann der hier nicht rein? Ach, das ist eine Klippe. Deshalb geht das nicht. Sollen die mal zusammenziehen? Der könnte so angreifen. Könnte er nicht nochmal abhauen. Aber er ist nicht verwundet. Ich weiß, was wir machen. Ich weiß es. Wir kleben den in unsere Kontrollzone rein. Wenn wir hier hinziehen, dann sollte der eigentlich in unsere Kontrollzone reinziehen. Es sei denn, die ignorieren Kontrollzonen. Ja, ignoriert Kontrollzone. Jetzt weiß ich nicht, ob das auch auf der strategischen Karte gilt. Oder nur auf der taktischen. Ich vermute auch auf der strategischen. Ich weiß es nicht. Wir könnten ihn einkesseln. Im Chat wird es gesagt, wenn einer hier hinzieht, aber da kommen wir nicht hin. Wenn er uns angreift, können wir uns dann verteidigen. Der ist stärker als wir, ne? Wir haben 17 Punkte. Und der hat 18. Und der hat einen Punkt, 2 Kampfstärke Punkte extra von der KI. Den können wir nicht. Den kriegen wir. Nee. Den können wir im Kampf Mann gegen Mann nicht beistehen. Was wir machen können, ist vorbereiten. Wir können in unser Territorium ziehen. Da kann er uns mutmaßlich nicht angreifen. Und den dann schon mal zusammenführen mit der hier. Das können wir machen. Und dann würden wir einen Kampf auch durchstehen. Das sollte er uns nicht angreifen können. Und selbst wenn er uns angreift, das sollten wir eigentlich schaffen. Hier, zu dem kommt er nicht hin. 3 Bewegungspunkte hat er nur im Moment. Das heißt, der kommt heil durch. Zieht auch hier noch eins hin. Die können nicht weiterziehen. So sollte es klappen. Sehr witzig. Valeria, liebe Grüße. Was macht dieser WB eigentlich hauptberuflich? Oder kann man mit Spielen heute so gut Geld verdienen? Und sehr witzige Antwort von Zwergelstern. WB macht das hauptberuflich, aber er hat auch was anderes vorher studiert. Er kann also noch was werden. Nein, also kann noch was werden bei dir, schreibt Zwergelstern. Weil du auch über ein Studium nachgedacht hast. Aber im Ernst, also die Antwort, wenn ich die falsche Antwort, die ich gelesen habe, die ist eigentlich noch witziger als das, was du gemeint hast. Die bleiben hier, die skippen wir einmal. Mit ihnen geht's rüber. In unsere Hauptstadt.
Und eine Runde weiter. Schaut mal, 4 Sterne, denen nähern wir uns allmählich. KI hatte überall schon 4. Wir sind auf Platz 3 des Ruhms. Der Außenposten hier wird fertig in 2 Runden. Und es geht, wie gesagt, um das Thema, wo gründen wir den nächsten Außenposten, hier oder hier vorne. Und wenn wir einen gründen, kostet uns das hier 40 Einfluss und hier auch 40. Nächste Runde können wir also schon gründen. Das müssen wir auch im Auge behalten. Mann, 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 Mann. Eine Runde weiter und wir beobachten wieder, wo der Feind hier hin und her zieht, ja? Alle bitte Augen nur für den Reiter hier unten haben. Wo zieht der hin? Da ist ein Bogenschütze bei uns entstanden. Er zieht Richtung Westen, guck mal. Und Richtung Süden und will nach unten hin abhauen. Der hat nur 3 Bewegungspunkte. Da können wir ihn gleich erwischen. Und er kann in der Runde nicht nochmal abhauen, Leute. Wenn wir wollen, können wir den vielleicht killen. Klingt so schrecklich. Also wir wollen ihn eventuell ein würdiges Begräbnis geben. Das klingt schon positiver, ne? Ja, komm. Das könnten wir so sagen. Hier können wir noch was herstellen. Den Bezirk kann man zum Augenblick nicht leisten. Das ist zu riskant mit der Stabilität. Was ich gerne machen würde, wäre so viele Luxusgüter anschließen, dass wir uns danach leisten können, hier die ägyptische Pyramide hinzustellen. Die zieht uns 10 dann nochmal ab. Aber hier sollen sie hin. War das hier oder hier? Nee, das war nicht hier, das war hier vorne, entschuldigt bitte. Hier wollten wir sie hinstellen, ne? Oh, man kann auch territoriumsübergreifend jetzt machen. Und das wäre eventuell sogar noch cooler, guckt mal. Das hatte ich ganz vergessen. Wenn man die zusammenfasst, dann können die Territorium zu weit entstehen. Hier eine hin, eine Pyramide und dann 5 drumherum an diesen Feldern, an diesen Makers Quarters. Und das gibt dann überall in der Mitte, es gibt dann 6 Produkte. Hier können wir keinen hinstellen, das ist ein Berg. Alternativ könnten wir hier hingehen und hier 5 stellen. Das geht genauso gut. Hier würden wir Flüsse abgreifen. Da könnten wir auch Nahrung abgreifen. Lass uns mal die hier hinstellen. Kein Grund zur Sorge, wir ziehen nur andere Sachen vor. Wir stellen die hier hin. Schaut mal, was es hier gibt. Oh Gott, jetzt wird der Tooltip. Da oben gäbe es angeblich 18. 18 Produktionen? Auch von den drumherum. Hier unten nur 16, in Anführungszeichen. Das könnten wir uns auch überlegen. Ach so, weil das viel dickere... Ja, weil die schon erschlossen werden durch ein Holzfällercamp. Das wird aber irgendwann hier unten erschlossen werden durch das Steincamp. Das gibt, glaube ich, auch 2 mehr, ne? Das können wir uns demnächst hier holen. Einen Steinbruch. Ne, das gibt nur einen mehr. Wald gibt es 2 mehr. Dann ist das hier oben doch cooler. Das hatte ich... Da stimmt, tatsächlich. Stimmt, stimmt auffallend. Hätten wir das Makers Quarter nicht hier hinsetzen sollen, sondern da oben. Das werde ich mal als einen Mini-Fehler. Hier oben hin gibt etwas mehr und drumherum gebaut. Und danach gesetzt ist, ja. Hier unten sind es nur 16 in Anführungszeichen. Lass uns hier oben bleiben. Andererseits machen wir hier. Hier stellen wir nur begrenzt weitere Makers Quarter hin, weil die boosten sich ja auch wechselseitig. Einer für jedes Anbei. Das heißt, hier würden wir eher eine Kette von einem Makers Quarter neben das andere stellen. Aber die Erträge sind sehr gering hier unten pro Feld. Ich glaube, oben bringt mehr, wenn man die Stabilität mit berücksichtigt. Wir gehen hier oben hin und setzen das hier hin. Das ist eine gute Idee. Das machen wir. Und jetzt gehen wir aber, bevor wir das setzen, das zieht uns ja 10 ab, dann wären wir bei 25. Wir sollten gucken, über nicht unter 30 zu kommen, sonst haben wir ein kleines Problem. Dann kommen wir in einen anderen Bereich rein. Jetzt gehen wir stattdessen hin und mal ziehen andere Bauprojekte vor. Und das sind hier diese Luxusgüter.
mache ich mal rein. Und die bringen jeweils 5 Stabilität für jedes Luxusgut, das wir anschließen. Das sind 10, 5 hier. Gibt es solche, die sogar 10 bei uns bringen? Manche geben 5 Nahrung, bringen die noch. Das ist Salz. Die Tooltips sind leider nicht immer vollständig. 5 Stabilität nur hier und das bringt Elfenbein. Nochmal 5. Das heißt, wir können 4 anschließen. 4 mal 5 wären 20 an Stabilität. Danach könnten wir uns also 2 weitere Distrikte leisten. Wir können so auch erstmal 2 nur holen. Das gibt dann 10 Nahrung mehr in Summe. Dann könnten wir uns den Bezirk zu Ende bauen. Wir holen uns einmal das Salz hier oben. Dann bauen wir noch ein Salz. Hier. Und das hier packen wir so hin. Die beiden machen dann die Stabilität auf 45. Der Bezirk packt sie wieder auf 35 runter. 30 dürfen wir nicht werden. Und danach können wir uns 2 weitere Luxusgüter holen und noch einen Bezirk setzen. Da sind wir immer im Bereich über 30. Und so klappt das. So haut das hin. So, jetzt hier vorne. Den wollten wir uns schnappen. Das Büschlein. Die kriegen wir auch. Die können nicht 2-mal abhauen. Schaffen wir es, einen Bogenschützen hier reinzuziehen? Leider nicht, ne? Nee, von hier aus kann man nicht angreifen. Und die hier hinten, schaffen wir die, kommen auch nicht bis hierhin, ne? Die dürfen nicht nochmal abhauen. Achtung, müssen aufpassen. Wir können hier die Klippe runter nicht angreifen. Das müssen wir ein bisschen überlegen. Aber wir dürfen als Erster angreifen, weil wir die überraschen. Wir können auf jeden Fall ein Feld runterziehen. Das geht auf jeden Fall. Von hier können wir nicht runter angreifen. Können wir die umzingeln und von hinten kommen? Nee, wir können nur auf Blau positionieren, das sind überall Klippen. Aber die können wir im Angriff auch abwechseln. Die positionieren sich hier hinten. Da kommen wir nicht hin. So, jetzt bleiben wir hier stehen. Nee, wir wollen die auch killen. Vielleicht bekommen wir es hin, dass wir die nicht nur vertreiben, sondern auch killen. Ich würde es gerne versuchen. Die sind stärker, ne? Ihr seht, plus 1. Und der Unterschied ist alleine dadurch, dass die stehen bleiben und wir nicht warten, dass die uns angreifen. Es könnte sein, dass die uns einmal angreifen gleich, weil die sich sagen, wir müssen das Camp zurückholen. Hätten wir einen kleinen Bonus, andererseits ersetzen wir 2 Einheiten und können sie im Kampf abwechseln. Wir lassen den einmal stehen, wir pokern mal. Greifen jetzt an oder nicht? Greifen jetzt an. Wir verlieren 23, die 26 Punkte. Das war der Unterschied. Ein Kampfstärkepunkt Unterschied. Es gibt auch einen Zufallsbereich, aber die haben mehr als wir verloren. So, und jetzt können wir einmal angreifen. Jetzt weiß ich nicht, ob man hier die Plätze tauschen kann. Ich klicke mal mit dem hier drauf. Das geht nicht. Können wir stehen bleiben? Wir haben nur noch 2 Kampfrunden. Dann machen wir es mal. Einmal angreifen.
Wir verlieren 22, die 30. Jetzt greifen die uns an. Das ist Ende der zweiten Runde. Achso, mit ihm könnten wir runterziehen, aber das wäre blöd. Dann wird er uns von oben angreifen. Aber wir könnten nächste Runde dann eins rauf. Ich will lieber, dass der uns hier nochmal angreift. Der bleibt hier stehen. Ich wette, der greift er uns nochmal an oder nicht. Wenn er uns nochmal angreift... Wir pokern mal. Danach kommt nur noch eine Kampfrunde. Wir sind nur in Runde 2. Wir pokern mal. Ich hoffe, er greift uns nochmal an. Ja, er greift uns nochmal an. Ja, und jetzt kriegen wir ihn. Jetzt killen wir ihn auch. Und das ist gut für unseren nächsten Ära-Stern. Und jetzt tricksen wir. Jetzt setzen wir mit ihm ein Feld da drunter sogar hin. Setzen mit ihm hier hin. Greifen mit dem Stärkeren an. Bekommen... Der ist schwer verwundet und wir werden... Und wir haben einen daneben und stehen und auf uns aufpasst. Ja, klasse. Der wollte uns aufmischen. Wollte ich, glaube. Also okay, er rannte pro forma immer vor uns weg, aber ich glaube, das war, weil er was Fieses im Schilde führte. Wahrscheinlich ein Ausritt, ein Ausflug. War ihm zu Hause langweilig, junger Mann, junge Frau. Dachte sich irgendwie, reite ich mal durch die Lande, gewinne ich Erfahrungspunkte. Hat geklappt. Leute, das ist die ultimative Erfahrung. Es gibt nichts, wo man mehr Erfahrungspunkte bekommt, als im Moment, wo man stirbt. Also das ist die im Ernst. Es gibt keine Aktion im Leben, durch die man mehr XP bekommt als der eigene Tod. Bin ich fest von überzeugt. Ein Geschenk von uns an diesen Reiter. Wir haben ihm eine transzendente Erfahrung gegeben. Ich finde das sehr cool. Gerne geschehen. Viel gerne geschehen, kein Grund, sich zu bedanken. Oh, er bedankt sich gar nicht. Ist ja schon tot. Ich hatte gedacht, er hätte sich bedankt. Unhöflich, dann haben wir alles zurecht gemacht. Ihn anzugreifen. Victory, noch ein Angriff. Mal gucken, wie das sich bemerkbar macht. Guck mal, es fehlt uns nur noch einen, den wir abschlachten müssen. Ob Mammut oder Mensch. Und dann haben wir einen Ära-Punkte dazu bekommen. Bei den anderen sieht es auch gut aus. Es fehlen noch zwei Territorien. Ein bisschen Einfluss noch sammeln über Zeit. Noch an 4 weitere Bürger. Das sind im Gelde schon ein bisschen schwieriger. Und eine Forschung noch. Und einen weiteren Distrikt bauen. Wir haben in Kürze hier. Die bekommen wir alle hier. Und dann geht das auch schnell zur nächsten Epoche hoch. Wir haben jetzt schon einen Stern. Das wird schon klappen. Das hier ist jetzt der Armbrustschütze. Mit ihm ziehen wir. Schaut mal hier, das sind die Gelben, die auf dem letzten Platz sind. Die anderen verzweifelt versuchen, Fuß zu fassen. Die ignorieren wir mal. Der hier ist ein größeres Problem. Die in Lilla, die haben wir aber auch so unter Druck gesetzt, die sind auch weit abgefallen mittlerweile. Und wir ziehen mal unsere Truppen auch gen Westen. Wo gründen wir den nächsten Außenposten? Den gründen wir ja jetzt. Wir können den jetzt gründen. Hier vorne, der Außenposten, ist in einer Runde fertig. Ich frage mich, ob der nächste Außenposten dann auch weniger Einfluss verbraucht. Aber wir können uns schon mal überlegen, wo wir den hinsetzen. Ob wir uns das Territorium holen oder dieses. Das hier ist, glaube ich, klüger. Beide verbrauchen gleich viel. 40 bzw. 40. Aber das finde ich hier, den rechten, finde ich eigentlich sinnvoller, weil wir hier einen riesen Hafen bekommen. Eine riesige Hafenzone können wir hier hinsetzen und Nahrung, sehr viel Nahrung produzieren. Der ist natürlich dann nicht verbunden mit dem dort oben. Wir müssen also dann, wenn wir den also zusammenführen wollen, brauchen wir mal gleich eine Stadt, ne? Sollten wir eigentlich erstmal hier einen gründen, damit wir den dann daran anschließen. Wäre, glaube ich, klüger. Hier eine Stadt gleich, daneben einen Außenposten. Und dann setzen wir von mit dem hier. Wo setzen wir den Außenposten hin? Boah, 24 Produktion hier oben. 24. Das wäre super deluxe cool und von dort können wir auch mit unserer ägyptischen Pyramide weiterarbeiten. Hier unten ein Hafen, der erschließt uns die Nahrung. Ist eher Hinterland, da kommt eh kein Krieg hin.
Das sollten wir machen. Und das ist so schnell. Guck mal, wie schnell der Außenposten fertig wäre. Binnen einer Runde. Wir ziehen mal dahin. Wir machen es aber nächste Runde erst. Wir ziehen da schon mal hoch. Wir ziehen einen Bogenschützen, aber einen zur Verteidigung. Einen raus. Ach, da kommt man auch oben lang, ne? Am besten. Dann lassen wir die zusammen. Dann ziehen wir einmal hier hoch. Was ist denn das hier? Achso, ich will den nicht rausziehen. Wir wollen beide jetzt doch. Wir lassen die mal zusammen, falls irgendwie Ärger passiert. Die bleiben hier mal zusammenstehen. Der hat einen Veteranenpunkt, das ist sehr cool. Die bleiben hier stehen, heilen weiter aus. Der kann in die Stadt reinziehen und hier haben wir einen einzelnen Bogenschützen. Und hier hatten wir zwei Krieger. Wir können demnächst sogar in die Offensive gehen. Wir produzieren ganz schön Truppen. Das waren unsere Nachbarn im Westen hier. How do you do? Whoever you are. Wir sind deutlich stärker als die. Unser Kriegsdurst ist auch hoch. Die Frage ist nur, wie viele Städte haben wir? Also lohnt es uns ihnen Beute? Die müssen erstmal, ja, die haben mittlerweile immer mehr Luxusgüter, die wir ihnen nicht abkaufen können, weil, ach, weil wir hier, weil wir in der Krise sind? Nein. Warum können wir die denen nicht abkaufen, trotz eines Vertrages? Wir haben keine Besorgnis. Weil die das hier erst aufgeben müssen vielleicht? Ich weiß es gar nicht genau. You have something to say? Vielleicht weil wir keinen direkten Anschluss haben, weil wir zu weit, weil wir zu viel Fog of War noch da ist, ne? Das konnte die auch, nee, das lag bislang nicht. Das kann ich mir nur erklären. Da liegt es an unseren Kümmernissen, die wir noch haben ihnen gegenüber. Hier haben wir keine. Handelsvertrag ist da. Das müsste doch gehen, aber es geht nicht. Weiß das jemand? Ich komme gerade nicht drauf. Weil wir nicht genug Geld haben, wird gemutmaßt. Es könnte ja also normalerweise... Ja, wisst ihr, was sein kann? Wir können, eventuell sind wir ein bisschen noch verwöhnt von der letzten Partie, weil da hatten wir die ganzen Handelsverträge abgeschlossen mit Merchant, mit Händlerkulturen und die müssen da ganz wenig Geld für ausgeben. Nur halb so viel. Und deshalb denken, also deshalb dachte ich die ganze Zeit, dass das müsste doch sein. Das haben wir doch oft für kleine Beträge eingekauft. Also sind ja mittlerweile eine andere Ziff. Das könnte der Grund sein. Es steht auch dort in Rot Dschungelschleichix. Ihr wart misstrauisch, weil vorher war es anders, aber ich glaube, damit hängt das zusammen. Okay. Ja, wohin ziehen wir den Bogenschützen? Was meint ihr? Gibt es hier demnächst links einen Krieg? Sollen wir einen zu Hause stehen lassen, falls hier noch Ärger kommt? Wir können auch jederzeit Einheiten produzieren, wir haben ja auch automatische Verteidiger. Die sind nur sehr schwach, aber sie sind da. Und zwar nach der Anzahl der Bürger hier vor Ort, das sind ja viele. Also so schnell kommt man hier nicht rein. Wir ziehen mal einen Bogenschützen weiter nach links. Hier sind zwei Bogenschützen und vier Scouts. Hier sind zwei Krieger, die schicken wir wahrscheinlich auch nach links. Wir schicken den mal hier runter. Hier von da aus kann er in alle Richtungen laufen. Dann gucken wir weiter. Der geht stattdessen hier in die Stadt rein. Wenn wir wollen, wird er auch zu einem Bürger umgewandelt. Gucken, ob wir das machen. Wir haben im Augenblick wie viele Bürger? 6, das wäre der 7. Wir haben einen Nahrungsüberschuss von 9. In 2 Runden der nächste. Ich würde nur abwarten, bis der nächste Bürger kommt. Weil jeder Bürger in einer Stadt ist, verbraucht auch Nahrung. Den nächsten Bürger lassen wir uns mal alleine erzeugen. Und dann lösen wir den Scout auf und machen aus dem einen weiteren Bürger. Das könnte ich mir vorstellen. Das erstmal skippen wir den nur für eine Runde. Dann geht es hier weiter. Ja, ich finde, es ist schon... Ich bin froh, dass wir neu gestartet sind auf dem Schwierigkeitsgrad. Es ist deutlich spannender, man... Also ich finde mich jetzt auf angenehme Art und Weise gefordert.
nicht gestresst gefordert, sondern so wie wir bei Civilization gefordert sind, wenn wir auf Gottheit spielen. Ganz oben, so fühle ich mich jetzt auch auf angenehme Art und Weise gefordert. Macht mir viel Spaß.